passen denn rein? 5 Leute maximal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir haben die, ja. Wir haben noch Hamels da, wenn es sein muss, aber. Ja. Na gut. Aber das Problem ist, ja gut, ich würde schon gerne mit dem Hamdi fahren. Gut, dann müssen. Muss einer nachfahren immer. Das Problem ist natürlich ein bisschen ungünstig, aber das, wie viele haben wir denn? Hamdis? 4 Stück, ne? Glaube ich. Wir haben 3 unbewaffnete Hamdis, einen unbewaffneten Hunter, 2 bewaffnete Hamdis. Okay. 2 Hamels Transport, 2 Hamels Fuel, 2 Hamels Repair. Damit hat sich's. Tobi, du fährst den ersten Hamdi schon mal, das ist klargestellt, bevor ich erkläre. Ja. Niklas, du fährst uns danach. Okay. Du guckst gerade. Darf ich mal ganz kurz schnell einen Punkt? Das machen wir jetzt in den Channel 1, okay? Ja. Du hast aber gerade schon gefunkt. Also. Ging auf jeden Fall schon. Test 1, 2, 3. Verstanden, Martin. Ja, danke schön. Gut. Machen wir kurz ein. Ja gut, wenn du mich gehört hast, dann geht's ja auf jeden Fall. Achso, okay. Das ist ja richtig. So, also wir werden erstmal links herausfahren bei der Straße und werden dann, da sind zwar sau viele Bäume auf der Karte, aber mir System hat mich schon beruhigt und hat gesagt, da sind nicht so viele Bäume, ich hätte mir zwar mehr gewünscht. Wir werden dann hier nach rechts abfahren, aber das ist beim Autofahren behindern reicht's, aber nicht um wirklich Deckung zu liefern, das okay. Ist ja das Ding. Ich überlege gerade, wie wir wie wir da durchkommen am besten. Wir müssen halt irgendwie zu dem Parkplatz kommen. Das Problem ist, da führt halt keine Straße hin. Martin, die Punkte mit rechts bringen und dann machen die rast wie Müller kommt man da was durch. Ihr habt kein GPS? Nein, nein. Also ich habe ein GPS. Ich habe auch eins. Ich habe auch eins. Ich habe keins. Ich hab auch keins. Wenn wir das System wohl so vordefiniert haben, dann habt ihr Pech. Dann muss, Hannes fahren. Da muss Hannes fahren. Ja, die Grenadierklasse, Hannes, da musst du fahren. Leg dir auch einfach einen Boden, holt dir ein neues vom Setup. Na, wo du dir das, oder, nee, wenn es so vorgesehen ist, bleibt so. Das System hat es vorgesehen. Hannes, dann wirst du fahren? Nee, hab ich nicht. Hast du nicht? Gut, dann. Nee. Alle, die kein GPS haben, wechseln kurz ihre Klasse, legen es auf den Boden. Nein, in der Funkgerätekiste sind ja noch 20 GPS drin. Okay. Sag das denen drüben auch nochmal. Deswegen Zeus, weißt du? Ja. Weil. Gut, dann kann das doch fahren. So, wir werden uns auch, wir werden. Na, ich warte mal, bis die anderen wieder da sind. Niklas, spielst du oft Arma? Ja, ne? Geht so eigentlich. Okay. Ist kein Problem. Ja, gut, ich bin eigentlich recht gut in Arma, weil ich fast immer zock Sachen mache, so. Klar. Aber das Problem ist halt, dass es so leckt, deswegen habe ich gerade eben so begründet. Also, ich bin ja der Beste im Zielen. Kein Problem, das wird schon. Bist ja unser Sprengstoff-Experte. Ja, und deswegen ist das immer unser Sunny geworden, nur. Ja. So. Ich habe auch kein Aim, weil das Visier scheiße ist. Welches hast du denn drauf? RCO? Ja, das ist normal der Kackvisier. Wir haben alle ein RCO drauf. Das ist gar nicht so schlecht. So, jetzt mal Ruhe. Das ist eigentlich ziemlich gut. Ja. Also, haben alle den Plan erstmal generell verstanden. Wir werden uns bei Alpha 1 und 2 sammeln. Wir werden das Flussbett nutzen, wenn ihr mal ranzoomt an der Karte. Seht ihr dort so ein Flussbett, an dem werden wir entlang gehen. Der Höhenunterschied sollte generell laut Karte 3 Meter sein. Ja, das sollte generell reichen, um links und rechts Sichtschutz zu haben und von dort aus in die Stadt eindringen. Wir werden uns aus dem Grund dort eindringen, haben mit der Mitte nicht entschieden. Das Problem ist, wir haben erst überlegt, ob wir von Norden und von Süden kommen. Das Problem ist, in der Mitte ist so viel Platz, das heißt, wenn irgendein Team Probleme hat, dauert es viel zu lange, um dahin zu kommen. Ja, bis dahin ist das Team schon ausgerottet. Deswegen werden wir uns nach unten dann kämpfen, Richtung Osten. Sozusagen Südosten, so ein bisschen. Und werden dann langsam wieder in Richtung Nordosten gehen zum Aufteilungspunkt und erst ab dann oben trennen. Aber da wird es dann eh nochmal eine Nachbesprechung geben, beziehungsweise wie wir weiter vorgehen. Ihr seht auf der Karte auch einen kurzen Haltpunkt. Der ist aus dem Grund da, weil Demnit und ich der Satellitenkarte, danke System, nicht so richtig trauen. Ja? Ja, weil eigentlich da, wo kurz Halt steht, da sind wir eigentlich auf einer erhöhten Position. Ja, da sind wir ja eigentlich in die ersten Kompots schon rein. Oder kurz Halt, wo stehst du das? Ach so. Der kurz Halt ist ja. 182 Meter und die Compounds sind auf 160, 168. Du hast oben rechts so drei, drei genau. Papierdingern. Da kannst du die Texturen ausschalten. Siehst du alles? Das ist sehr. Hat Adler jetzt gefunden? Könntest du schon machen, aber Adler hat jetzt gefunden. Ende? Das sind 20 Meter Höhe. Und ich schon viele Infanteriekontakte in der Stadt. Plus Unimog. Gesichtet in der Stadt. Das ich auch Infanterie ist sich auch häuserliche verteilt und hat ja, man könnte, vor der Stadt ist der Punkt gedacht zum Späten oder einfach nur zur Anfahrtsroute gefestigte Bestellung mit Panzerbestellung und nee, Kurs halt bedeutet ja für mich zum Späten oder einfach warten bis der mir zum Beispiel die Freigabe gibt. So, hab verstanden. Der Empfang ist allerdings ganz schlecht. Ich funke euch an, sobald wir ein Stück näher dran sind. Ich habe zwar verstanden, dass dort Fahrzeuge gesichtet sind, aber der Empfang ist eher schlecht als recht. Melde mich in 5 bis 10 Minuten nochmal Standby. Ende. So, also,
der Kurzhaltpunkt kann sich auch ein Stück nach hinten oder nach vorne verschieben. Wir müssen halt sehen, wie ab hier. Warte. Wir müssen uns das Gelände hier nochmal neu angucken, weil, wie gesagt, der Karte traue ich da, beziehungsweise das System hat mir gesagt, da sollte man ein bisschen vorsichtig sein bei der Karte hier. Deswegen müssen wir da nochmal individuell entscheiden, wie wir da den Plan machen. Im schlimmsten Fall müssen wir uns hinter Bäumen verstecken und den Plan nochmal komplett umkrempeln. Im schlimmsten Fall. Aber wir hoffen einfach, dass die Disposition dort recht geht. Ja, bitte? Der Plan ist, dass wir praktisch in den nordöstlichen Compound eindringen und Alpha 2 sich dann Richtung Osten weiter bewegt. Weil du gerade irgendwas mit Südosten gesagt hast. Nee. Also wir gehen ja, das ist so ein Stück, ja, Südosten ist ein bisschen viel gesagt. Also gegen Osten kämpfen, wir gehen alle in Richtung Osten. Das ist schon richtig, das habe ich ein bisschen falsch formuliert, sorry, aber du hast recht. Also wir werden die Compounds logischerweise dort erstmal sichern alle und kämpfen uns dann weiter in Richtung Osten, immer weiter vor, bis wir bei der Hauptstraße sind. Okay. Bei der Hauptstraße, dann werden wir dann langsam in Richtung Norden vorgehen, also wenn unten der Teil gesichert ist, natürlich, versteht sich. Und erst da, wo der Aufteilungspunkt ist, werden wir uns wirklich in links und rechts splitten, also in Alpha 1 und Alpha 2. Und was macht Alpha 2 auf der Straße? Dringen die von da in die Stadt ein? Von südlich? Und hat er doch gerade erzählt, dass wir gemeinsam vorrücken und dann... Ja, weil auf der Karte ist ja so, ab Alpha 2 nein, ist nicht mehr markiert. Und ist erledigt. Ist erledigt. Ja. Das war noch vorhin von der ersten Besprechung. Das ist erledigt. Also generell Alpha und 1 und 2 Sammelpunkt. Und von dort aus gehen wir dann beziehungsweise in Richtung der Stadt und hoffen halt, dass wir da einen rechten Sichtschutz haben. Wir haben Adler, die sind schon vor Ort und klären es auf. Also es gibt auch schon Infanterie. Wir müssen mit schweren Fahrzeugen rechnen. Antitank, wer ist ein Antitank? Michel. Ja. Also du wirst heute wahrscheinlich zu tun bekommen. Wichtig ist, es gibt auch freundliche Fahrzeuge, wie ihr im Briefing gesehen habt, die dort sich in der Stadt befinden. Die dürfen wir natürlich nicht abschießen. Ja? Es sind in der Stadt auch Zivilisten. Richtig. Genau. Das heißt, wir müssen auch zwischen Freund und Feind unterscheiden, beziehungsweise neutral. Und ich möchte natürlich nicht, dass halt, wenn dort Zivilisten sind, was ich vermute, ja, dass dort auf die Zivilisten geschossen wird. Das gilt aber auch für unsere militärischen Fahrzeuge, die dort feststecken. Ja, die dürfen wir auch nicht abschießen. Die müssen wir ja generell erstmal wieder rausholen. Und Adler hat mir gerade schon per Funk bestätigt, dass die definitiv dort sind. Okay. Gab es jetzt so einen Rückstrahlzonenschaden? Nee. Nee, gibt's noch nicht. Also kann ich einfach so schießen. Quasi, ja. Ja. Generell ja, aber kannst du dir gar nicht angewöhnen. Da verlernst du es nie. So habe ich es auch gemacht. Ja, Angebot ist es ja sowieso. Na gut, dann ist ja gut. Ich werde kurz fragen, wie Damned ist. Ihr wartet kurz hier. Trufnix 3. Kurze Frage, in welchem Land sind wir eigentlich? So, folgendes, was ich Pakistan. Pakistan, ah ja. Und zwar nochmal ganz kurz, sorry, mein Fehler. Hannes, du bist der Autorifleman. Nee, du bist raus. Tobi, du bist die 1 bei uns, wenn wir uns trennen. Ja, also eins, wenn wir marschieren, meinst du? Ja, wenn wir uns trennen und wenn wir dann gemeinsam gehen. Das ist so Miss Sunny, dich ganz sicher nicht. Die Sprengstoffexperten eigentlich auch nicht. Michel, du die 2. Niklas, du die 3. Ich die 4. Hannes die 5 und System die 6. Alles klar. Okay. Alles klar, verstanden. Das ist schon mal wichtig. Ich schreib ja nochmal auf, Marty. Ja, ich muss mir selbst nochmal aufschreiben, danke. Verdammt! Mein Red Bull! So. Warte, ich brauche jetzt mal einen Zettel und einen Stift. So traurig, dass ich Kaufmann bin. Ja, aber mach einfach ein Notepad einfach reinschreiben oder so. Nee, aber das Problem ist, dass während der Aufnahme steht die Gefahr, dass ich da rausfliege. Achso. Uns langsam zu den Fahrzeugen begeben. Ich werde mich mit Niklas, du fährst bei mir, ins zweite Fahrzeug begeben. Klingt jetzt blöd und egoistisch, wenn das erste beschossen wird und explodiert, sollte der Teamanführer und der eigentliche Anführer der gesamten Karte und der ganzen Leute hier nicht gleich sterben. Dann fahre ich auch hinten drin mit. Ja gut, dann fährst du dann mal mit, genau. Zumindest noch versorgen, ja, genau. Wenn es drauf geht. Ist richtig. Das heißt, System, du kommst zu uns. Niklas, kannst du gut fahren oder soll ich lieber System fahren lassen? Nee, ich lasse System auch den Vortrag. Gut, System, dann fährst du. Dann suchen wir uns ja nicht. Das erste Fahrzeug wird dann bewaffnet sein? Ja, genau. Ihr fahrt mit den Bewaffneten, wir fahren mit den Unbewaffneten. Okay. Ja, dann würde ich vorschlagen, eigentlich Hans zu suchen. So, im G ist System, führ mich mal zu den Fahrzeugen. Falls ein anderes Fahrzeug da ist. Aufsitzen, Leute, ihr schon. Wir treffen uns gleich vorm Eingang. Jawohl. Ihr fahrt schon vor. Mein Track, jo, ich fahr vor. Wenn ich fail ich heute in der gesamten Mannschaft, das ist gut. Mhm. Und ich weiß immer, wer die Schuld hat. Ja, und jetzt bin ich ja wohl der. Ja, in Arme. Der gar nicht mehr sich rausreden kann. Ja, wollte ich sagen. Als Teamleader konnte ich wenigstens sagen, Mensch, Alpha 2 ist halt scheiße gelaufen, aber Alpha 2 hat sich mit mir besprochen, dass wir überhaupt dorthin gehen. Wenn Viking sagt, dass unsere Positionierung scheiße wäre, macht ihn schuld. Ja, Viking hat sich ja heute ausgeholt. Ja, klingt klar.
Oh, wir haben Tanklaster. Naja, das ist ja diese Fuel. Also, Plan, Nick, Tobi, du fährst mit dem Tanklaster in die Stadt und lässt alles explodieren. Ja. haben wir echt was, wo wir hinten, ehrlich, wo hinten kein Schutz ist? Ja. Ich gehe vorne rein, wo ich Schutz habe. Niklas, du musst dich leider hintersetzen. Ja, hat er doch gerade gesagt. Ja, Hannes, zu dich zur Info, du bist da total sicher. Du kannst da nicht getroffen werden. Das ist ziemlich gut. Und das meine ich ernst. Du kannst ja, Adler sind auf Stellung angekommen. Lichtungsturm. Frage, Feuer, Status. Es kann sein. Alpha 1 hat verstanden. Noch kein Feuerstart, also noch nicht schießen. Definitiv nicht schießen, bis wir vor Ort sind. Die Feinde müssen doch nicht wissen, dass wir da sind. Ende. Martin, ich warte auf Freigabe zum Losfahren. Ihr könnt losfahren. Niklas, ja. Niklas, komm, steig ein. Ja, ich komme hinten drauf. Warte, ich steig mal kurz aus. Schau mal kurz, ob ich testen. Nee, du kommst nicht rein. Du kommst echt nicht drauf. Ich komm da auch nicht drauf. Dann setz dich neue. Dann Niklas, nochmal raus. Wir müssen uns nochmal umschätzen. Alpha 1 hier an Adler, bitte komm. Adler. Wir fahren in ungefähr 5 Minuten los. Standby. Gut. Ich steig da mal hin. Ich steig mal direkt vorne mit ein. Welche sind unsere Humvees? Martin, steh jetzt am Ausgang von der Base End. So, verstanden. Wir fahren jetzt gleich nach. Schon Niklas, kommst du rein? Ja, alles klar. Niklas drin? Braucht ein bisschen. Ah, Niklas, ist bist drin? So, jo, ich bin drin. Jawohl, dann System fahr hinter zu unserem zweiten Hamm, zu unserem ersten Hamm. Wenn ihr die richtigen Seite gerade eben losfahren, dann bin ich richtig, ja. Ja gut, ich war gerade eben verwirrt. Richtig verwirrt. Kein Ding, alles gut. Jo. Ich hoffe mal, dass unser ganzer Sprengstoff ausreicht für euch. Wird schon werden. Ja, definitiv. Ja. Also radioaktiv ist ja nichts. 2, fall back! Oh, im Ernst. Was ist los? Sammeln. 2 sammeln. Aber Achtung! Wir finden uns jetzt hinter euch. Wartet noch, bis die anderen nachgerückt sind. Und bereit kommen. So, verstanden, fahren jetzt los, Ende. So, losfahren, Leute! Alles klar. Weißt du, ich mach die zweite Mission mit, in der ersten Mission war ich Teamleader, jetzt bin ich direkt gleich UPZ, oder was? was werde ich denn das nächste Mal? Da spielst du gar nicht erst mit, sondern koordinierst dann direkt 3 Missionen auf einmal. Da werde ich dann Zeus. Links. Solltet ihr an Tempo verlieren, beziehungsweise uns verlieren, bitte kurz durchfunken. Ende. Kurze Frage, besteht Verdacht auf AEDs oder so? Laut meinen Informationen des Missionsbaus nicht. Nein, okay. Keine AEDs gesetzt. Ich verlasse mich da auf den Missionsbau. Wenn ich beschwere, ich bin beim Missionsbau. Hallo, System. Ich muss euch ja auch mal eine Pause gönnen. Ich habe nämlich einen Haufen ziemlich fieser AED-Skripte und dergleichen. Das glaube ich. Die auch noch so Fake-Objekte am Straßenrand erstellen, weißt du, die keine AEDs sind. Und das hundertste ist dann eine. Das Skript, ja, ich kenne das Skript. Das ist das von Armaholic, oder? Ja. Ist ziemlich gut. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich habe es nur im Video angesehen. Das ist ziemlich fies. Ich hab meins noch ein kleines bisschen angepasst. Adler sind vor ungefähr 30 Sekunden aus der Base losgefahren. Ich funke euch gleich nochmal an wegen der Situationsbeschreibung. Ende. So, jetzt sorry, System. Meins war ein bisschen angepasst, hab die Partikeleffekte ein bisschen kleiner gemacht, damit es nicht ganz so krass ist, gerade für schwächere Rechner, aber die krepieren dann. 7. Fall back. Also wenn mein Rechner im Singleplayer ist übelste Lägen kriegt, dann kannst du davon ausgehen, dass ein etwas schwächerer Rechner im Multiplayer, ja, dem wird es nicht so gut gehen. Amos hat voll Hardware-Fresse.
shit. Dann geht das auch. Stopp! Stopp! Bodenkontakt verloren. Okay, halte. Wir müssen Fahrzeug reparieren, Ende. Oh, wer hat's kaputt gemacht? Ich? Nur ein Reifen, ich hab einen Stein übersehen, beziehungsweise hab den Bodenkontakt leicht verloren. Rifleman, 75 Meters, back! 15 Sekunden, wir fahren mit. Du und die MG-Box sicher. Aufpassen, dass keiner kommt. Lässt jetzt einen Ossi raushängen, oder was? Läuft die Aufnahme eigentlich auch? Ja. Oh, hallo. Hallo. Alles klar, komm wieder. Steig ein. Jo. Warum sitze ich jetzt hinten? Warum sitze ich jetzt hinten? Das ist schlecht. Nein, aber ist okay. So, wir fahren jetzt weiter. Wir fahren weiter. Alles klar, sag mir angeschlossen. Angeschlossen? Gut gemacht übrigens, System. Schön, dass du den Fail der Vision machst. Den ersten. Hä? Ist gut, dass du den ersten Fail baust. Das Problem ist, wenn wir sterben, bin ich komplett schuld, ne? Ja, der erste Fail der Mission obliegt generell mir. Das ist gut. Der muss sein, sonst fühle ich mich nicht wohl. Okay. Aber ich habe auch noch nicht, ich muss sagen, ich bin das erste Mal jetzt in der OPZ-Rolle und so viele Leute, ne? Also wenn ich Fehler mache, es tut mir so leid. Ach, meine Fresse. Irgendwann muss man es lernen. Immer noch ein Spiel, weißt du, hier stirbt keiner wirklich, also. Wenn ihr Scheiße baut, vielleicht doch. Wenn Leute, wir treffen. Leute sich darüber aufregen, sind meiner Ansicht nach hier Fehler am Platz. Mein Plan nach dem 300. Versuch ist es anstrengend und nervtötend, aber... Ich wollte nur gewarnt haben. Ja, ja, keine Sorge. Alpha 2, wir biegen jetzt rechts ab, vorsichtig. Rally up. Rechts musst du ja abbiegen, ne? Rechts weiter, siehst du die? Nee, ich sehe sie gerade nicht. Haben Sichtkontakt zu euch verloren, Alpha, mein Team? Von dir. Normalerweise Gas geben wie ein Blöder. Hey, rally up. Ah, aufpassen nicht, dass da irgendwelche Leute von uns stehen. So, aussteigen. So, sorry, das war ein bisschen, naja, eine holprige Fahrt. Dann check mich lieber nochmal durch, wenn nicht, dass einer verletzt ist. Kann gut sein, ja, war holprig. Ey, okay, ich bin in Ordnung. Ja, ich bin nur leicht gehört, aber will ich das jetzt schon nutzen? Also ich zippertattel eigentlich noch nicht, nee, es geht noch. Noch brauchst du mich nicht verarzt im System. Okay. Weil ich nicht kann ich nutzen kann. Alpha 1 an Adler, bitte komm. Adler hört, komm. Alpha 1 ist jetzt an Position Parkplatz, warten auf Alpha 2. Sobald Alpha 2 eingetroffen ist, brauchen wir nochmal einen neuen Lagebericht. Ende. Soll ich mal drauf vorbereiten, dass da schon mal. Adler hat verstanden. Ey, rally up! Siehst du die? Nee, aber ich sehe den Berg, auf dem sie sind. Können mich mal kurz einer durchchecken, weil ich habe gerade noch Systemprobleme mit dem Programm von der Tasse. Ja, Moment, du bist gleich verletzt. Okay. Tobi. Ja? Schau mal bitte in Richtung 297 Grad, alles ob klar. Hier Alpha 2 kommt. Geh mal nur 5 Meter nach oben, ein bisschen hoch. Sag mal, ob du die schon siehst. Also nicht ganz weit hochgehen, so ungefähr, dass wenn du die siehst, mir kurz Bescheid gibst. Hannes, genau, du sicherst in die Richtung. Michel, du sicherst bitte in Richtung 274 Grad. Trennst dich ein Stück, dass wir mal auf einen Haufen sind, eine Granate uns alles tot macht. Niklas, du sicherst in Richtung 115 Grad. Ein Stück weg von den Hamni, bitte. Auf 60 Grad habe ich schon endlich gewissen. 60 Grad? Und Nick, System, du legst dich hin. Hey, 60 Grad, ein Zivilisten. Ein Zivilist bewegt sich jetzt weiter Richtung Ost auf 70 Grad inzwischen. Ja, positiv. Gut, ist mal gut, man auch das, mal auch das Fernglas aufsetzen kann. Oh, System, du musst mich doch durchchecken. Das geht doch nicht. Vor allem, ich hab gar kein Fernglas. Das ist schön. Das ist lustig. Du brauchst aber als Grenadier jetzt auch nicht unbedingt eins. Ja. Alles klar. Danke. Ist wieder noch viel besser. Halt den, sag mir, wenn du den Zivilisten nochmal siehst. Und wenn er auf uns zukommt, schaust du, ob er eine Waffe hat. Nur wenn er eine Waffe hat, knallst du ihn nieder, bevor er sich bei uns in die Luft sprengt, ne? Okay.
Okay. Hey, ich hab auch Adler auf 50. Was hast du? Adler auf 50? Adler ist auf 50. Okay. Schau mal ein Stück in Richtung 60 Grad, dass du mal guckst, wo der Zivilist den gerannt sein könnte. Ja, der ist über den Hügel gelaufen. Also, okay. Der dreht jetzt nochmal um. Ah, sie Adler. Also, ich hätte jetzt gesagt, wir sollten den lieber verfolgen. Er könnte ja Bescheid sagen, aber in Arma würde ich mal sagen, das lassen wir lieber. Ja, ja, stimmt. Ja, aber hoffentlich wird der Zivilist nicht den feindlichen. Na gut, aber möglich, ne? Aber in echter sollte man da vielleicht mal sich Gedanken machen. Dass du auf Wir waren Helden geguckt, Hannes. Haben wir? Auf 280 Grad, Martin? Ja, das sind freundliche Teile. Ja, ja, schon klar. Ich wollte nur Bescheid sagen. Perfekt. So, wo ist denn der Parkplatz hier? Wo ist mein Demnit? Demnit? Ja, hier. Ey, so. Perfekt. Unser erster Hambi hat, glaube ich, leichte Probleme mit dem Fahrer gehabt, oder? Nee, das war der zweite Hambi. Ja, der das hatte, glaube leichte Leckprobleme. Also hier. Ach, das weiß ich nicht. Ah, ihr seid. Nee. Wir sind Alpha 1, also wir sind jetzt hier vollständig. Wir sind Alpha 1. Unser erstes Fahrzeug auch da? Nein. Ist nicht angekommen. Ach nee, ach so! Ja, das ist unseres. Ach, bei euch fehlt noch einer. Return to Formation. Ja, 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 bei denen fehlt noch ein Fahrzeug. Eins, zwei. Warte mal, wen funke ich denn da jetzt? Der hat euch erst verloren und dann, du kannst eins oder zwei anfunken. Eins oder zwei, kommen. Martin? Alpha ist vorne, hier meine. Vor Richtung 32 Grad. Ja, Nick, was sagst du? Denn? Wo ist Alpha 2? Im ersten Gebäude, haben die gesagt. Doch hier. Mhm. Alpha 1 an Alpha 2, bitte kommen. Hier kommen wir mit. Alpha 2 hört. Wir haben Sichtkontakt zu euch verloren. Welchen Gebäude seid ihr ganz genau? Markiert bitte eure Position. Wir sind jetzt hier, wenn du die Mauer Richtung Süden weitergehst, links rum. Gut, dann gehen wir mal dorthin. Aufpassen, eindringen. Haben Position auf der Karte markiert. Ist verstanden, rücken jetzt ein. Hier ist Viper. Ah, gut, sehen euch, perfekt. Viper, kannst du mal kurz weggehen? Ja. Ich suche Alpha. Alpha 2 ist hier. Eismann. Ja, gut. Genau. Ah, da seid ihr gut. Nicht den Boden und nicht umdrehen beim Reden. Immer in die Richtung sichern. Bei der KI könnte es jederzeit sein, dass da einer um die Ecke kommt. Ich war wirklich so. Du funkst immer noch. Das ist schon passiert. So, ihr könnt weiter vorrücken, wir bleiben bei euch. Hannes, du alles gehst klar, so beziehungsweise Tobi erste Reihe, Michel 2. Jetzt gehen wir dich. Wohin vorrücken? Hier in Richtung 134 Grad, wo Alpha ist, 2. Ja, okay. Ja, ist denn das jetzt alles? Ja, leck mich am Arsch, Mann. Viel zu viele Soldaten. Gehen wir jetzt in die Richtung. Alpha 2, wir decken euch den Rücken, wir rücken nach euch rein. Leute, Atomziel. Atomziel? Hört ihr auch so ein Rauschen? Ja, Atomziel. Eine Bombe und BUU! Positiv denken System. Rauschen ist der trockene Fluss. Dich dranbleiben an Alpha 1, an Alpha 2, ihr beiden. Das ist der trockene Fluss, finde ich gut. Das kann natürlich auch das sein. Das ist wie wenn man in eine Muschel hört. Das ist auch das Meer. Beziehungsweise nicht südöstlich. Außen in der Mauer entlang. Du hast halt in die Stadt eindringen und nicht an der Mauer entlang laufen. Ja, passt schon. Ach. Los geht, auf einfach. Genau, wow. Richtung. Genau. Deck euch. Alles klar, verwischt du die Nummer 3, ja? Ja. Ja gut, dann. Wenn einer fragt, wer ist ein Wanderer. Genau. Klar. Die 6 immer mal ein Stück nach hinten gucken, bitte. Ab und an. Ich laufe die ganze Zeit schon rückwärts. Ah, das ist perfekt. Richtung Nord.
Dann kannst du ja nicht weiter nach hinten gucken. Wir warten noch auf Alpha 2, wartet. Genau, leg dich mal an die Stelle, sicher mal in die Richtung 2 helfen, falls ein Fahrzeug kommt, 3 und 4. Ne, 1 und 3, 1 und 4. Wo ist schon eine dicke Mauer? Die dicke Mauer links. Ja, perfekt, gut, dass du es mir sagst. Okay, Alpha 1 an Adler, bitte komm. Gut, dann 1, 2, rüberspringen. Martin, wir haben Feuererlaubnis, ne? Wenn wir Freunde sehen. Nein, erst wenn auf euch geschossen wird aktuell. Bis okay. Es sei denn, Alpha 2 öffnet das Feuer, dann gilt die Regel natürlich nicht mehr. Alpha hat jetzt hier, okay, was Feuererlaubnis geht, das erste Wort, okay, Alpha 2. Klar. 3, kannst du auch rüber. Und duck dich mal, Michel, wegen den Fenstern. Nicht, dass ich direkt sehe, wenn du am Fenster langläufst. Okay, alles klar. Die sind relativ matt, die müssen mal geputzt werden. Ja. Stopp wieder. Drei bewegt sich. Hast du sicher? Das Gebäude gesichert? Ich nehme an, dass die es gesichert haben. Wir müssen uns darauf verlassen, dass die es gesichert haben. Ich springe drei. Alpha 1 an Adler, bitte komm. Seht ihr irgendwelche Ziele auf den Dächern? Hinterher. Vor euch negativ. Marken da vorne, die drei. Verstanden. Wenn es zu Feuerfecht kommt, könnt ihr eingreifen? Fragezeichen. Positiv, wir haben Alpha 1 hier. Gute Überwachungsposition. EA, geh mit rein. Positiv, verstanden. Okay, 1. Sorry, 2. Nee, doch 2. Darf ich mit rüber. An der Wand, wo ihr jetzt gerade steht, wenn ihr komplett Andi? Richtung. Ja, ich bin 3. 102 Grad circa schaut. Stimmt, sorry. Hinter den Komplexen sind eine Feindpatrouille von ungefähr. Reicht dir das doch alles mal auf dem Zettel? Also, wie auf der Karte. So, haben verstanden, sind bereit. Wow. 3 bewegt sich, sorry. 4-5 läuft. Richtung Osten an die Mauer und begibt macht mal die Stellung an der Mauer. Macht euch kreuzen. Bispiel. Ja. Und 3, geh mal mit an die Mauer. Welche? Nördlich? Richtung Osten, die kleine Mauer, die vielleicht eine schöne kleine Mauer zum Schießen. Wie weiter geradeaus, Richtung 42. Oh. Feindbeschuss aus Osten, ca. 120. Zusammenbleiben, nicht informieren. Danke, System, gut gemacht. Wie weit nach vorne gehen, Martin? Wir sichern die, wir sichern die Richtung zur Mauer, go! Sicherung. Leg mich hier hin. Der Elf ist ja drin, bleibt mit Feuer, oder? Nordwesten. Alpha 2, habt ihr die Compounds im Nordwesten bereits gesichert? Enemy fire! Okay, ich habe die Leute nämlich nicht im Nordwesten rausgesichert sehen. Wir werden erstmal die Compounds hier im Nordwesten sichern, weil die sind wieder hinter uns, sonst zu weit. Reihenfolge einhalten. Wir gehen Richtung Alpha 2 hier, Alpha 1, wir sichern die Compounds im Nordwesten, okay, nicht dass wir vom Rücken Beschuss bekommen. Ende. Martin, direkt ins Alpha reingehen, 2 hat Verluste. Einen Moment, komm. So, verstanden. Stellt bei, Tobi. So. Wie viele Verluste? 1, 2. System, okay, schau mal, ob du denen da vorne helfen kannst. Hannes? Ja. Du bist das gut. Gut, du bleibst da so positioniert.
Niklas, stell dich mal bitte hinter mich. Bin hinter Hannes, genau. Aus Westen kam auch ein Schuss, habe ich vorhin angehört. Ja, wir sehen momentan nicht. Ich muss schauen, was System sagt, dort vorne zu der Lage. Ihr werdet kurz hier... brauchen wir noch ein paar Minuten. Hab verstanden, kein Problem, wir warten hier, halten hier die Stellung. Ihr haltet hier die Stellung. Niklas, du schaust in Richtung 243, 239 Grad raus, nicht, dass die plötzlich hinter uns kommen. Tobi, wir schauen, Hannes, wir schauen, ob wir denen vorne helfen können. Ihr wartet hier. Wir haben Feinde da vorne, die werfen Granaten. Beschuss kann ich aufnehmen, oder? Vorne, ja, Feuer, ja, Beschuss erlaubt ist weit, aber. Feuer auf 140. Die sehen hier genau gleich wie unsere Leute. Echt, ja. Ja, ich kann von hier aus keinen Beschuss aufnehmen, wir müssen unbedingt in Deckung gehen. Deckung gehen? Die haben uns halt voll in Sicht. Hier in die Gasse. Hannes und Johannes, hier sehe ich den Compound hier, kurz. Okay. Nicht, dass die von dort kommen. Niklas, du hilfst denen. Nick und wir bleiben hier. Ich muss kurz bandagieren. Na gut, komm dann direkt. Okay, ich lauf links weiter, lauf du rechts weiter. Okay, ich bin hinter dir. System, ist alles okay bei dir? Dürfen gleich wieder ganz sein, sind wir unter Beschuss von dem Panzer. Hab verstanden. Ja, verstanden. Wir gehen in den Compound rein, da sind wir sicherer. Vom Schuss. Michael, schau du doch mal nach hinten raus. Schau du mal nach hinten lieber raus. Richtung 113 Grad, nicht, dass sie von dort kommen jetzt. Ich schau hier in Richtung 55 Grad. Under fire! Mein Team, ist bei euch alles okay? Martin, wo bist du gerade? Wir befinden jetzt bei den Compounds und sichern hinten raus. Nicht, dass die uns von hinten umgehen. Also sind ein Stück hinter, wo wir vorhin Under standen, fire! System. Hatten hier auch einen Feindkontakt, also die Feinde könnten uns umgehen und haben hier die Ausgänge gesichert. Ich schau kurz, wo System ist. 100 Meter front. Hier ist System, siehst du mich? Under fire! Ecke hier. Fire! System hier. Geh in den Compound rein, der ist sicher. Ja, Martin, ist hier nicht. Guck mal die Berge da hinten an. Martin, könntest das du sind aber Leute System von uns. Auf deine Position tun, weil ich habe da hinten einen Feind gefunden. Also ich weiß nicht, ob das ein Feind ist oder ein Freund. Dann check's mal bitte. Sind leicht aggro, die Typen, ne? Ja. System, du schaust ein bisschen in den Berg, sobald du dort wen siehst, verziehst du dich in das Haus rein. Niklas, du, die Häuser sind hier gesichert? Ja, die Häuser sind safe, aber kannst du mal mit mir oben aufs Dach vom Haus gehen? Dach würde ich mir umherstellen, auf gar keinen Fall. Wir stellen nicht ins Dach. Okay. Wir gehen da lieber am Boden lang. Sicher in die Richtung raus, perfekt. Wir müssen hier raus sichern, nicht, dass die von den Seiten kommen, deswegen bleiben wir auch erstmal hier, damit wir denen den Rücken frei halten. Martin, das feindbesetzte Gebäude konnten wir leider nicht sichern, allerdings sind alle anderen Gebäude gesichert. Okay. Das ist das Große, was du von hier aus siehst, Richtung 312. Okay, du nimmst dir, ich komme mit euch. Jetzt schauen wir uns das Gebäude mal an. Okay. Nick, System, du bleibst hier. Wenn wir uns in 4 Minuten nicht melden, musst du davon ausgehen, dass wir gefallen sind, dann musst du da so... Du hast ja, wenn wir feuern. Ich würde das dann durchschauen. Wir können euch nicht weiter decken, da der Panzer ist unter Beschuss und sobald wir rausgucken. Ich hab verstanden, wir versuchen den Panzer erst zu neutralisieren. Ende. Bleibt in Deckung. So. Wir müssen von hier aus jetzt links raus, sonst kommen wir da nicht hin. Ich weiß halt nicht, wir sind ja eben gerade vorbeigelaufen, das heißt, das ist auch nicht gesichert. Alpha 2, wir sichern die hinteren Compounds, nicht, dass wir von hinten weiterhin attackiert werden, damit ihr hinten freie Sicht habt und dass da keine Feinde kommen. Alles klar, so verstanden. Gut, weiter. Alles bei dir sicher. Bei dir ich bleib immer hinten, ihr müsst immer vorgehen, weil ich möchte das sicher nicht falsch. Oh, das war eine Granate, Achtung. Siehst du, wir werden hier beschossen, haben Granatenauftakt, geh bereithalten. Rein, okay, geh du zuerst rein, geh gleich links rum. Jo, mach ich. Hier rechts sicher. Enemy fire! Bin auch drin. Ja, kannst nachrücken. Bin drin. Ich habe noch nie so viele Leute kommandiert, Hannes. Das ist gar nicht einfach. Das ist so übelst schwierig. So viele Leute zu organisieren. Okay. Konzentrier dich auf dein Team, Damn it, du konzentrier dich auf eins. Der ruft dann um Hilfe, wenn's geht. Taking fire! Definitiv. Tobi, geh von dem Dach schnell runter. Ich möchte nicht, dass du da oben zur Schießscheibe wirst. Nee, ich werd nicht beschossen. Pass schon auf. Hannes geht rein, sicheres Gebäude. Nächste Gebäude.
Johannes. Sichern jetzt das letzte Gebäude hier in der Nähe, also wir sind in zwei Minuten. Das ist noch nicht das letzte Gebäude. Ich revidiere, das dauert auch noch kurz. Ah, Deckung, wir werden beschossen. System, ich möchte alle jede Minute von euch hören, dass bei euch vorne alles okay ist. Ich bin nicht vorne, mir ist alles okay. Ich meine ja bei dir vorne, wo ihr gerade steht. Okay, komm, wir müssen jetzt so kurz. Genau, komm mal mit zu uns rein. Wir müssen halt das Haus hier vor uns jetzt sichern. Das ist da, wo der vermutliche Feindbeschuss herkam. Okay, ich geh jetzt raus, Achtung. Wir müssen jetzt hinten rum, anders kommen wir da nicht rein. Ja. Martin, bleib schön hinten, ich sichere dein Leben. Adler, wir müssen jetzt hinten bei den Compounds lang gehen, um die hinteren Compounds zu sichern. Seht ihr uns? Bei der Marker quasi, bei der Marker. Position bei Marker, genau. Mir geht's soweit gut. Martin, komm. Ja, Adler, komm, hier. sind ganz. Feuerbeschuss. Frag mal Detlef, wie es ihm geht, weil ich höre keinen Beschuss. Und von mehreren Seiten beschossen. So, verstanden. Bitte wiederholen, ihr werdet von mehreren Seiten beschossen. Positiv. Adler wird von mehreren Seiten beschossen. System, Standby. Bleibt erstmal unten. Nicht, dass die zu euch kommen. Geht mal, wechselt auf eure Nahkampfwaffe und versucht erstmal unten zu bleiben, bis wir hier unten nicht mehr beschossen werden. Adler, Alpha 2, Alpha 1, oh Gott, ist das schwer. Okay, also hier kommt jetzt ein Eingang. Jawohl. Gehst du links, rechts, gerecht, Hanne? Ja, so machen wir's. Achtung, Wechsel. Jo. Ich sicher kurz, links bei dir sieht es sauber aus. Ja, dann müssen wir uns zurück. Okay, wir werden von Westen, Norden 1, und von der Position der Stadt beschossen. So, verstanden. Bleibt bitte in einer Minute, jede Minute mit uns im Funkkontakt, damit wir wissen, dass ihr noch lebt. Wenn möglich, neue Position zum Spähen suchen. Wenn ihr eine neue, entfernte Position habt, bitte nur mit dem Marker markieren, damit wir wissen, wo ihr seid. Ende. Verstanden. Alpha 2, ist bei euch alles okay? Ich komme jetzt auf eigene Teile. Was du jetzt oben schon? Ja, ja. Adler verzieht sich zurück, wir haben keine Späherposition mehr dort. Die werden umzingelt, die müssen sich neue Position suchen. Okay. Dann laufen wir jetzt wieder vor zu System. System, wir kommen jetzt wieder zu euch. Aber da können wir den einen Compound hier jetzt auch gleich noch machen, oder? Jo, bei Dennett gibt's auch eine Schwierigkeit. Aber mit dem Schwierigkeiten, dann wir müssen schon Dennett helfen, Schau, ob du dort helfen kannst mit Niklas. Nee, bleibt auf Position und sichert den Rückweg trotzdem, dass dort keiner kommt. So, verstanden. Alter, das ist jetzt gar nicht so einfach. Demnit ist, glaube ich, gefallen. Mhm. Das kann sein, ja. Alpha 2, euer Status? Ja, die sind, glaube ich, respawned. 6, rally up! Und wieder. Vor einer, ja, ganz viel offenes Feld. Und da sind auch ganz viele Feinde. Weg, Rückzug. Ja. Wir gehen hinter zurück, wir springen. Go. Naja. Martin, bleib du. Michael, ist möglich, dass Feinde bei dir kommen. Wir sind unter schwerem Beschuss, mehr als 70% Ausfall. So, verstanden, Alpha 1 schießt euch auf, um euch zu unterstützen. Muss eigentlich hier vorne sein. Hinteren Compounds sind soweit sicher, das heißt, von hinten sollte keiner mehr kommen, wir kommen jetzt in Richtung zu euch. Ja, hier waren wir eben. Hier waren wir. Ja, waren wir. Ich habe die zwei abziehen lassen. So, Alpha 1. Michel? Ja. Das sind wir. Wir gehen. Wir helfen Alpha 2. Ich möchte, dass wir zu Alpha 2 gehen. Alle, go. Michel? Also vor der Mauer im Süden ist auf alle Fälle noch Feind, ne? Also genau, aufpassen. Das ist jetzt so smart. Stopp, stell, warte. Bleibt an der Wand hier erstmal. Hier werden wir nicht beschossen. Alpha 2, wir können nicht zu euch ohne beschossen zu werden. Gibt uns kurz Info, wo die Feinde kommen. Bin getroffen, brauche Medic. Medic, System hinter uns. System hinter uns. Tobi ist angeschossen. Bin dran. Hannes, jetzt bloß nicht hoch, ich bin jetzt über dir und schieß auf dich. Nein, ich bin nicht da vorne, ich bin hinten. Ich bin auf die 5. Ah, Niklas, du bist das gut. Niklas, dann jetzt nicht hoch, weil ich bin bei dir. Habt ihr noch einen Sunny dort vorne? Da vorne sind, glaube ich, alle tot. Der ist gerade ohnmächtig geworden. Gut, dann vor System. Stopp, wenn ich jetzt vorschieße, sind wir alle tot. Gut, das Problem ist, ich schicke am besten zwei vor, die Leute rausholen, oder? Die so. Zu uns bringen. Wo okay, Niklas und Tobi, ihr zieht die Leute hierher. Go. Ja, ich bin noch nicht gut. Moment. Oh, dann Michel, du gehst hin.
Wir geben seine Deckung bestmöglich. Auf Nahkampf umschalten, wir sind definitiv nicht mehr weit weg von dem Fanden. Und bleibt auf jeden Fall geduckt, ne? 6. Return to formation. Das war eine Reihe. Martin, wir haben ein Problem. Ja? Ich hab die Steuerung noch nicht für den Medic. Ich kann den nicht ziehen. Ich hab die Medic-Steuerung nicht. Dann Hannes, du musst übernehmen. Komm zurück. Hannes, du musst ziehen. Niklas hat das noch nicht eingestellt. Hier. Achtung, Feind. Hier. Bin getroffen. Blute. Kümmere mich selber. Hab ich jetzt Adi? Ja, ja. Ich hab keine Bandage. Doch, ich hab eine Bandage. Ist in Ordnung. Packen hier den Koffer und der ist leer. Martin, ich bleib vor dir stehen. Gut. Take fire! Ich geh in den Compound rein. Okay, lass los. Melde Hand! Achtung! Falscher Knopf. Verdammt! Nein! Under fire! Leider nicht. Melde Hannes ist gefallen. Ja, seh dich. Ja, seh dich. Tobi, holt Hannes da raus. Gib mir Deckung und Feuerunterstützung. Rally up! Rauch, das hat wer eine Rauchgranate, verdammt! Taking fire! Deckung! Enemy fire! Wo sind die? Scheiße! Ich bin gefangen in einer Animationsschleife. Die Feinde schießen durch Wände! Fuck! Okay, ja. In die Gasse. Du blutest, glaube ich, noch. Achtung, Granate irgendwo gefallen. Nee, das ist eine Rauchgranate. Ich hab Rauch in die Gasse geworfen. Eben aufs Eingeraucht, los, holt die Leute raus. Ich gebe euch Sperrfeuer. Aufpassen, nicht in mein Feuer rennen. Nachladen. 6. Regroup. So, Niklas, hast du deine Steuerung eingestellt? Nee, negativ, das kann ich auf den Server hier nicht machen. Weil es so select. Ich hole jetzt noch wen. Wo ist die Deckung? Bin getroffen. Bin getroffen. Jemand muss mich decken. Ich muss hier mich bandagieren. Ich falle so gleich um. Ja, irgendwie kommen Schüsse vom Berg runter. Das kannst du vergessen. Ich komme hier nicht hin. Einer weniger. Auf dem Berg sind sie alle. Gut, dann Schuss auf Berg vornehmen. Jemand muss immer die Leute einzeln holen. Das Problem ist, wir können das. Wir riskieren zu viel. Ach, scheiße, Mann. Ja. Sehr gut, Michi. Ja, ich sicher im Haus, man. Under fire! Feind von hinten! Feind von hinten! Ich bin getroffen, schwer! Ich bin. Oh. Lebe wieder. Hat einer eine Granate? Im Compound sind sie. Nee. Das sind. Was geht hier los? Die sind eingekreist und jetzt haben wir auch noch Alpha 1 verloren. Martin ist gerade draufgegangen. Okay, ich war kurz bewusstlos. Ja, okay. Verbind dich mal kurz. 6. Rally up! Soll ich verarzen? Bis dann. Ja? Doch, ich bin getroffen. Ja, verbind dich mal kurz. Ja. Ah, nee, du hast ein Informationsmaterial. Warte, ich mach schnell. Bis dann, ich kann nicht. Wenn du den wieder, den Modern wieder auf Beine gebracht hast. Halt durch, Martin. Ohne dich komme ich nicht mehr weiter. Wie geht's mit Martin aus? Und System? Mir geht's gut soweit, aber Martin braucht man noch. Na gut, dann. Uah, ich sehe wieder was! Danke! Ich hab voll als OPZ versagt! Okay, alle weg von dem Haus davon, ich muss es hochjagen. Welches? Ja, komm hier, zu dem hier.
Ja, oh, das, das Haus ist vermint von den. Achso, wir werden beschossen! Reicht hinten ist nicht rein. Ich hab voll als OPZ versagt. Hast du mir eine Tronic-Quid reingegeben? Nee. Taking fire! Enemy fire! Return to formation. Oh. Dann zünd jetzt, bevor du umkippst. Mich in den Feuer! Sani, mich ist im Unbewusst. Kannst du ihn irgendwie reinziehen ins Haus? Ich kann den Sani nicht rausschicken. Ich zieh ins Haus rein, ja? Gut, komm zurück bitte, System. Niklas, du musst den hinteren Eingang hier dichten. Sicher. Alles gleich, bin aber auch verwundert. Ich komm beim hinteren Eingang. Warte, komm her, ich guck mir das mal an. Stopp, bleib stehen. Mein Bildschirm ist rot, ist das normal? Hm? Ja, du brauchst mal auf hier. In dem Haus leben noch, aber sie können sich vielleicht nicht bewegen. Verschüttet. Ja, solange sie das Haus nicht rausschießen. Ich hätte nicht gedacht, dass die KI so abdreht, ey. Hallo? Wo seid ihr? Im Haus hier. Return to formation. Ja, komm zurück. Ich muss mir Schmerzmittel geben. Ich konnte dir nur Schmerzmittel geben. Oh, danke. Ja. Aufpassen. Das Medikit musst du dir Sonne geben. Okay, ich brauche noch Sonne. Ich habe mir erstmal selbst Morphin gegeben. Wer ist jetzt alles hier? Ich. Achtung! Under fire! Safe. Ich sehe hier auf dem Fenster raus. Mehr kann ich nicht. Wer ist hier? Mike ist hier. Mein Mike. Werden immer noch attackiert von 204 Grad. Ja, ich. Wir können keine Leute rausholen, das Ganze. Hier gibt es keine möglichen Punkte, wo ich in Deckung bin. Die sind aus dem verschütteten. Wichtig ist, den Sunny darf nichts passieren. Der Sunny muss auf jeden Fall hier. Ja, das Problem ist, ich habe halt kein Material. Warte. Kann mir mal. Take it fire! Im Netzkit baut. 600 Meter. Northeast. Leben da im Haus noch welche? Ja, wir sind hier. Wenn ich nicht im Unterhaus gegenüber verschüttet sind. Nein, ich hab keine. Under fire! Große Deckung wert aus dem Fenster Richtung 71 Grad, blute. Bandagier mich. Eingang decken. Ey, Hilfe, ich bin verwundet. Niklas muss jemand seine Position übernehmen. Niklas braucht dringend, der Niklas blutet schwer. Aber Niklas ist zur Entdeckung. Tobi, ich brauch deine Position hier hinten. Mike, irgendwer muss. Komm durch. Niklas, du bleib liegen, ich bandagier dich. Niklas, bleib liegen. Michel. Guck in die Tür. Guck, check dich nicht selber. Guck in die Tür. Jemand muss die Tür decken. 3, fall back. Ich brauche hier ein Medikit. Für Niklas. Ich hab noch ein einziges. Gut, dann Sven, dann halt's dir aus dem Haus. Ich hab hier eine Bandage und ich brauche auf Boden gelegen. Ich bin auch nicht ganz gesund. Wie führe ich uns jetzt hier raus? Das ist mein Job, wa? Ja. Natürlich! Kann man irgendwie ein E-Werk anfordern oder irgendwas? Was krass ist? Der, wo an der Tür da vorne steht, beim Haupteingang, geh mal bitte zurück, weil ich war da auch gestanden und mich hat sofort erwischt. Ich brauche ein Medikit. Ich kann nicht mehr rennen. Ich bin auch komplett kaputt. Okay. Überleb gerade nur so aus den letzten Mitteln. Okay, wir müssen erstmal, das klingt jetzt echt hart, ne? Wir müssen aber definitiv raus. Ich geh nicht vor. Okay, ich möchte, dass jetzt jeder sich einmal durchcheckt, bitte nicht jetzt alle gleichzeitig, dass wir Deckung haben und sagt mir den Gesundheitsstatus. Ja gut, irgendwann ich bin komplett gesund. Es sind übrigens noch sehr, sehr wenig Feinde übrig, ne? 3, regroup. Bin nur leicht verletzt. Gut. Dann heißt du was schon mal die 1 geben. Du gehst jetzt über meine Führung. Ich bin schwer verletzt, aber Blutdruck ist scheiße. Ich hab Schmerzen und mein Blutdruck könnte besser sein. Wollte ich jetzt sagen, meine auch. Okay, du hast Schmerzen? Hast du noch Morphium? Komm bitte. Moment. Ich baue Medikit und so, Mike. Paket. Bitte. Gut, du bist die 1 jetzt in unserer Gruppe, weil du am leichtesten verletzt bist.
Whitebox, kannst du mich hören? Kontakt auf dem Berg. 6, return to formation. Okay, ich glaube, ich habe einen Schwurmeld. Und vor uns! Ich brauche Deckung, ich brauche was Hilfe, Leute, direkt vom Fenster, ich muss nachladen. Jo. Oh, okay. Bockrad wird er bewusstlos, ich brauche jetzt probiert dringend. Die haben Torst down. Bist du? Ja, was? Ich war gerade richtig bewusstlos, eine Minute lang, und ich bräuchte jetzt langsam echt einen Zahn hier. Ich bin der, wo auf dem Boden liegt. 3, 4 on me! Was hast du denn? Ja, keine Ahnung, ich kann mich nur selber überprüfen. Dreamly, ja. Ja, ich wollte das Internet. Lute! Das heißt aber, ich kann jetzt Leute bewusstlos und nicht mehr aufwecken. Geh ans Fenster! Okay. Ich hab keine Bandage mehr! Ich hab keine Bandage mehr, ich brauche eine Blutung! Ich höre? Ich bin natürlich gerade. Und muss ich erstmal. Bitte wiederholen, ganz schlechten Kontakt, ganz schlechten Empfang. Das Haus kracht gleich ab. Achtung, Achtung, raus! Raus hier! Links raus, links raus, links raus, 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 alle! Moment! Raus hier, sichern! Das Haus stürzt gleich ein. Alle in alle Richtungen decken. Ich hab die nicht verstanden, ich muss kurz mit funken. Super, jetzt noch wiederholen, sorry, wir waren unter schweren Feindkontakt, ich hab nichts verstanden. Wir nachrücken sollen, dass wir hier warten sollen. Ihr seid in der Base? Positiv. Wir brauchen auf jeden Fall nachrücken, ne? Wir brauchen auf jeden Fall die Hilfe. Definitiv nachrücken. Wir haben viele Feinde eliminiert. Bringt bitte eine Medic-Box mit. Wir haben kaum noch Medic-Material. Halten hier die Stellung. Okay, verstanden. Ende. Achtung, Feind, Berg. Muss nachladen auf den Berg. Ich blute schwer. Jemand Tobi verarzen. Eine Deckung Tobi und den Berg beschießen. Hier, ich brauche den Sunny bei Tobi. Perfekt, Sunny. Ja, ja. Ich möchte, dass jetzt alle, irgendwo in Deckung gehen, weil wenn jetzt was passiert, können wir nicht mehr aufheben, weil wir kein Medikit mehr haben. Alle in Deckung und nur noch so decken, dass wenn die nah sind. Ich kann nicht mehr schnell gehen. Ja, wir können alle nicht mehr schnell gehen. Alle Richtung decken, hinten, vorne, überall. Ich bin jetzt in Gruppe. Und keiner geht, keiner geht in das Haus rein. Ein Stück Abstand vor dem Haus, wenn da irgendwas einstürzt. So, und alle Richtung decken. Ich deck den Eingang. Ja, ist schön, konzentrier dich auf deine Ecke jetzt, verdammt. Wir haben uns geht's eigentlich gut. Ich habe Medic-Pack angefordert, dass die uns Medic-Zeug mitbringen. Mehr kann ich leider nicht machen gerade. Wir können nicht rausgehen. Wir haben zu viele Verletzte. Wir können uns nicht bewegen. Wir sind gerade wie eine Gruppe Rentner, die nicht laufen können. Ich könnte noch einen bandagieren, falls einer blutet. Ja, Bandagen habe ich auch noch. Medkits und alle. Ich habe noch Epi, habe ich noch. Mehr habe ich auch nicht. Junge, hör auf. Adler, zu gucken, wenn hört ihr uns noch? Seid ihr noch auf Rufreichweite, Adler? Hier Alpha 1, Ende. Ja, Adler hört. Wichtig, geh mal keinen Schritt weiter. Da liegt's. Seht, habt ihr eine neue Position? Wie sieht's bei euch aus? Position auf Karte markiert. So, verstanden? Ah, ich sehe euch. Habt ihr einen guten Einsicht von dort aus in der Stadt? Hast du ihn gesehen, Michael? Regroup! Nö. So weit wie möglich. Achtung, aus Nordost kommen sie auf der anderen Seite von der Mauer. Für euch welche. Erst schießen, wenn sie in absoluter Reichweite sind. Keiner geht mehr raus. Hier Alpha 2 an alle. Wir werden uns jetzt in der Base sammeln. Von der Mauer hinter mir nachkommen. Wir werden dann nämlich. So, Alpha 1 hat verstanden. Wir bleiben hier und halten hier die Stellung, solange es geht, ändern. Wo auf dem Berg? Da, wo ich hinfließ. Ja, wo? Adler, seht ihr irgendwelche Ziele auf den Bergen, die uns bedrohen könnten und könnt ihr die eliminieren? Nee, nicht der. Von hinten auf dem Berg schießt einer und der schießt genau auf dich. Der wird die ganze Zeit die Scheiße. Was für ein Wuppel hier hinfliegt. Ich habe hier kein Ziel auf den Bergen. So, verstanden. Der Berg müsste direkt bei euch in Richtung Base sein. Den meinen wir hauptsächlich. Oder rechts von unserer Position. Seht ihr unsere Position? Wir markieren kurz die Position auf unserer Karte. Negativ. Wir sind, Down. Ja. Down. Liegt da noch ein Unzen? Sag mal, System, wie hast denn du unsere Gegner ausgespielt? Haben unsere Position auf Karte markiert. Bleiben dort in Stellung, solange ihr nichts wirken könnt, bleibt in Deckung. Wir sind abartig. Ich bin nicht. Vor allem Haus waren welche drin im kaputten Haus, hab einen erledigt. Gut. Weiß nicht, ob ich noch einen sehen kann. Ich möchte, dass jetzt einer von euch in das kaputte Haus geht, einer, und schaut, ob dort noch welche drin sind, den eliminiert. Jo, ich mach. Auf langsam. Einer, nicht so viele. Sobald beschossen wird, kommst du da sofort wieder raus. Also rechts den Eingang nutzen. Ich möchte nicht, dass jetzt hier.
Warum guckt jetzt keiner mehr in die Bergrichtung 325 Grad? Taking fire! Ja, ich guck hier um die Ecke. Nee, du ja. Damit hier nichts umklotzt. Jemand auf den Berg gucken in Richtung 325 Grad. Alle Positionen bestmöglich decken. Wir sind noch genügend Mann, wir sind nur nicht mit viel Medic-Zeug ausgestattet. Und warum schaut jetzt bitte keiner nach 118 Grad? Sprecht euch. Kurz besprechen, wer in welche Richtung guckt. Ich schaue in Richtung 311 Grad. Ich decke unser vorgehender Mann. Alpha 1 hier an alle. Wir haben unsere Position auf Alpha 1 markiert, stecken fest, können uns nicht von dem hinteren Teil des Hauses wegbewegen. Häuser sind brüchig und drohen dem Einsturz. Wiederhole, droht den Einsturz, Position ist gefährdet. Ende. Hier, Alpha 2, ist so verstanden, wie viel Verluste habt ihr denn in eurem Trupp? Alle einmal durchzählen. 1. 2. 3, 4. Niklas, bist du noch da? Jo, ich bin noch hier. 3, 6 sind wir. Einige Leichen im Haus. Wie viel sind wir? 6 sind wir noch, ne? Ne, 5. Ne, 6. Alpha 1 hört, wir sind noch 6 Personen. Medic ist noch lebendig, haben aber keine Medic-Zeug mehr. Nur noch ein Medikit. Medizinischer Stand der Truppe ist sehr beschwerlich. Ich wiederhole, wir haben kein Medikit mehr. Unser medizinischer Status ist ziemlich grässlich. Wir bleiben auf Position, 6 Männer sind noch am Leben, Ende. Unter anderem einen von Alpha 1. So verstanden, Ende. Ich wiederhole, zusätzliche Informationen, wir stehen unter Beschuss vom Granatwerfer, Position kann nicht mehr lange gehalten werden. Versucht das ganze Vorgehen zu beschleunigen, aber seid trotzdem vorsichtig. Alpha 1, Ende. Take a fire! Nachladen! Ab ihn! Achtung, ich verblute, ich bin gleich bewusstlos. Jemand schnell Niklas bandagieren, bevor der uns umkippt. Wir brauchen kein Medikit. Liegen bleiben, Niklas, nicht bewegen. 6. Rally up! 2. Regroup! Oh, siehst du denn da oben noch einen, Tobi? Ja, da war ihn noch einer bei den Bäumen. Oh. Das ist einfach nur mal versuchen, wir Granadier launchen. Ich hätte alles klar. Damit beschossen. Danke, System. Ah, da hinten. Ja. Alles erzählt. So, alle bleiben jetzt wieder in Deckung. Keiner geht in das Haus rein. Jemand deckt aber bitte Richtung. Ja, mir einen liegenden. Wer liegt hier? Niklas liegt hier. Niklas, also okay, warte. Ich übernehme, ich schaue in das Haus rein. Jemand einen Berg gucken? Ja, gut, super, ihr schaut in Deckung. Die Seite ist auch gedeckt, perfekt. Junge. Also, die Mission ist deutlich actionreicher als die letzte. Oh Gott, da ist einer. Scheiße, ich krieg nicht mehr Waffen. Alpha 1 und Alpha 2 haben einen weiteren Verlust, können Verlust wahrscheinlich nicht wiederbeleben. Weiterer Verlust, nur noch 5 Personen hier vor Ort. Granatbeschuss von Granatwerfer bleibt bestehen, Ende. Okay, das heißt, wir haben einmal weniger, das heißt, es wird natürlich mehr Deckung schwieriger. System, du schaust in das Haus rein. Das von Golden Haus, also nicht reingehen, du schaust nur, dass da keiner rauskommt. Ne? Wie ist euer Munitionsstatus? Hey, hab noch ein Magazin quasi. Nur noch schießen, wenn notwendig. Alpha 1 und schützen, sobald kann euch ein paar Magazine abgeben, ich hab kaum geschossen. Ich kann aber mit dem Granatlauncher schießen. So, verstanden. Ist die Position des Panzers auf der Karte markiert? Panzer hat eine schwere Anlage. Ebenfalls. So, verstanden, wurden gerade mit Granate gesprengt. Wir versuchen Panzer auszuschalten, sobald wir die Granate bzw. unsere verwundet, verarztet haben. Ende. Ich kipp gleich um, ich blute. Ich auch. Wohin kam der? Ja, so, verstanden. Ihr schaut mal, ob ihr den Panzer von der Ferne ausschalten könnt, wenn ihr in der Nähe seid. Wir haben hier womöglich keinen. Wir kommen hier nicht raus. Wiederholen. Bitte versucht, den Panzer auszuschalten, der sich in der Stadt befindet, damit Adler Unterstützung geben kann. Wir. Alles klar, so verstanden. Ende. Hey, fall back! System, ich liebe dich. Danke. Martin ist gerade ohnmächtig geworden. Ja. Extremely hurts. Niklas ist auch nochmal ohnmächtig, glaube ich, geworden. Nee, der war die ganze Zeit schon ohnmächtig. Bin wieder da? Ich muss mir Schmerzmittel geben. Ist du sowas noch hast? Oh Gott. Bin jetzt so. Au, oh Gott. Lebst du noch?
Deckung! Ja, ja, hab mir vorbeigeschossen. Oh Gott! Okay, haben wir eine Möglichkeit zu gehen und eine andere Position zu suchen, die sicher ist? Nee, eigentlich nicht. Ich weiß nicht, wie du. Ich. Nee. Ich würde Richtung 220 Grad rausgehen. Deswegen daran will man sterben, wie ein Berg. Okay. Was gehört, Martin? Ja, ich seh's. Oh, Deckung, 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 da wird beschossen. Blute wieder, Michael, ich blute wieder, ich brauch wieder einen Sunny, ich brauch einen Sunny. Das kannst du vergessen. Brauch einen Sunny, oh Gott, System, ich blute, ich hab Schmerz. Oh Dick Gott. Ist wieder umgefallen. Moment, ich muss. Wir müssen ins Haus gehen, wir werden vom Berg zusammen beschossen. Das Haus fliegt gleich in die Luft. Das haben wir schon vor 10 Minuten gesagt. Das Haus kippt bald in sich zusammen. Das kann man nicht reingehen. Ja, es tut immer noch. Es auch nicht sehr viel mehr Schaden, aber wenn die weiter drauf schießen, dann ist bald hinfällig. Ja. Scheiße! Oh Gott. Unbedingt Sunny, oh Gott. Hier sind wir. Nick, der ist umgekippt. Martin ist auch umgekippt. Ich kann jetzt leider nichts mehr machen. Außer dem Morphium geben. Ich kann den Leuten nur Morphium geben, Sunny. Extremely hurts, light pain. Ja, gib ihm mal Morphium, ich geb ihm Epi. Ich kann manchmal einfach eine Epi. Oder? Ich guck mal ganz kurz mal nach. Schnell. Ich hab Epi. Leb wieder. Ich brauch nur Schmerzmittel oder irgendwas. Okay, ja, ich brauch nur Schmerzmittel. Ich hab auch leider nur ein Epi. Scheiße. Ich glaube, wir können nicht rausgehen, das kannst du vergessen. Sobald wir rausgehen, sind wir leicht. Ist aber jetzt sicher. Ich würd's jetzt einfach sondieren. Weil ich wenn wir hier hocken, sind wir auf kurz oder lang sowieso da. Dann Feuer öffnen. Zwei jetzt. Feuer öffnen. Komm mal Munition, ich kann nicht. Hast du einen Granatwerfer, den du dorthin stellen kannst? Ja, werde ich jetzt auch. Okay, wir gehen Richtung 220 Grad, wie Michel gesagt hat, zusammen. Warte. Ich kann doch ganz langsam gehen, Martin. Ja, ich auch. Wir müssen aber hier weg, die werden beschossen von Granatwerfern. Michel, ich habe gerade noch zweimal in die Ecke bei 166 Grad am besten. Neue Ecke suchen, neue Deckung verteidigen. Ja. Gut, Michel, du gehst vor. Ja. Gut, wir gehen jetzt. Aufpassen, nicht springen, nicht so schnell. Wir können nicht mehr schnell laufen, also aufpassen. Two, form on me. Boah, geht's mir scheiße, Alter. Ja, mir auch. Ich hab schon so auf den schwarzen Bildschirm gesehen. Ich bin schon quasi tot. Schaut, ob wir irgendwelche Ziele auf dem Berg sind, die wir erledigen können. Hey, regroup. Rifleman, 800 Meters. Bearing 075. Ampel. Laterne. Ja, ah, Michel? Ja. Schieß, Mike. Michel, funk mal bitte. Ja, einfach direkt wirklich bei 220 Grad einfach rausgehen und irgendwie in den Büschen Deckung suchen. Gut, wir folgen denen, wir müssen hier weg, los, folgen. Verstanden. Warte, wir schließen auf, dauert nur ein bisschen, wir können nicht schnell laufen. Wo bist du? Wo ist Michel? Ja, bei der kaputten Mauer. Hier vorne, gut. Vor uns. Gut, folgen. Vergesst nicht, die kaputte Mauer existiert für die KI nicht. Hier ist noch nicht sicher, ne? Michel ist getroffen in Deckung. Alle Mann links, Deckung. Kann jemand Michel hierher ziehen? Ich bin zu sehr verwundet. Der Selbstmord. Wir bleiben hier wieder in die Ecke, das kannst du vergessen. Die Mauer existiert nicht, okay. Das ist problematisch. Alles klar. System, versuchen mal, das kaputte Haus zu ziehen. Vielleicht nutzt das als Deckung. Feinde wieder auf den Bergen. Return to formation. Mal ein bisschen Deckungsfeuer. Dann hat sich die Kiste mit dem ins kaputte Haus ziehen gleich. Sperrfeuer? Ich hab kaum noch mehr Hilfe, denke ich, Feuer. Alpha 1 hier und Alpha 2, wie ist euer Status? Soll ich nur seinem G-Schütze? Er ist auch tot. Sind gerade auf dem Weg, kann aber gerade nicht genau sagen, wo wir sind. Wir sind aber schon eine Weile durch den. Genau, für Koordinaten 025, 033. Ungefähre Entfernung zum Ziel? Okay. Return to formation. Mehr kann ich nicht tun. Kann ich gerade nicht sagen. Medkills mehr. So, verstanden, halten Stellung. Wir bleiben hier. Dann musst du das Beste draus machen, hoffen, dass er wieder aufsteht. Unwahrscheinlich. Sehr schön. Deckung bleiben. Alle Mann jetzt in Deckung bleiben. Auf Nahkampf umschalten. Nehmt ihr die Pistole zur Not und geht auf Nahkampf, die keine Munition mehr haben. Nehmt von den Pistolen den Schalldämpfer ab, dann sind sie genauer. Alle Mann, den Schalldämpfer abnehmen, hier sind wir sowieso nicht mehr. Wollen wir das nächste bis in die Stadt drin oder? Ja, auch ich packe mich vor.
Alpha 2 hier, Alpha 1, wechseln jetzt auf Nahkampfwaffe, haben keine Munition mehr, Ende. So, was hast du? Das war nicht für uns, glaube ich. Beide fahren oder ich hab bestellt. Wir finden uns Hand? Jetzt am Parkplatz. Das war Trulli, war das. Trulli war das. Also. So. Eismann. Ich glaube, der meint nicht uns, oder? Wir machen das MG-Feuer die ganze Zeit. Das ist Alpha 2, die kommen wahrscheinlich nicht selber. Ja. 2, form on me! Und keiner von uns. Oh Gott. Ich hatte es noch nie in Arma, dass ich auf die Pistole umschalten musste, ne? Hast du immer ein Magazin hast du noch, Martin? Was hast du? Wie viele Magazine hast du noch? Zwei Pistolenmagazine, aber ich habe noch ein bisschen. Ich schau gerade mal, wie viel ich noch. Oh, ich wiederhole, ich habe kein Nachlademagazin mehr für die. Noch 25 hey, Schuss im Lauf. Ja, 25 Schuss im Lauf. Weil die standardmäßig als Teamanführer drin war. Nein, Katiba ist eine Feindwaffe. Ich hab die als Teamführer genommen. Du hast gerade irgendwie deine Waffe ausgetauscht, versehentlich. Das kann natürlich sein. Ja, hier unten liegt sie doch, deine Waffe. Ja, tatsächlich. Wo ist sie denn? Wahrscheinlich einer von den Team, von den Typen hier jetzt eine. Nicht alle darauf konzentrieren, wenn jetzt alle in diese Dings reinguckt. Nee. Dann gehen wir alle drauf, ja. Ja, ehrlich. Und sie sind gestorben beim Durchsuchen. Ist Nick das schon gestorben? Regroup. Ja, ne? Oder? Ja. Okay. Ich weiß nicht mehr, wo meine Waffe hin ist. Ich weiß nicht, wieso ich die plötzlich habe. Regroup. Alpha 1 für Alpha 2 kommen. Ich war auch munitioniert irgendwie. Alpha 1 hört? Nee, ich glaube, Nico ist wieder können wir irgendwie Richtung Gelände Marco kommen? Das ist das erste Mal, dass ich einen armen Munitionsknappheit habe. What the fuck? Bis zum Gelände Marco? Verlegen, meine ich. Standby. What? Was ist? Wie will ich denn Alpha 1? Ja, wo seid ihr? Ich sag mal, wer ist denn da? Wer fängt denn da in unserer Frequenz? Negativ, wir haben keine Chance. Sobald wir gerade rausgehen, hatten wir einen Mann. Wir wollten gerade in die Richtung vorrücken. Haben dabei Michel verloren. Keine Möglichkeit, hier den Compound zu verlassen. Ende. Das erste Mal, ich habe Munitionsknappheit. Okay, so verstanden. Wir würden jetzt mit dem MG haben wie und dem Sunny-Material kommen. Oh, das ist schön. Wir können halt nicht in die Stadt rein. So, verstanden. Wir müssen den Panzer definitiv erst ausschalten, bevor wir das Sunny-Material hier reinfahren können. Fahrt so nah wie möglich dran, aber bringt das Sunny-Material auf gar keinen Fall in Gefahr. Ende. Hier, Adler. Wenn ihr Sunny-Material reinbringen wollt, kommen Sie damit in Richtung Adler neu. Wir haben nämlich ziemliche Probleme mit Blutung und keine Bandagen mehr. Alpha 2, könnt ihr einen Mann entbehren, der das Material, ein bisschen Material zu Fuß zu Adler bringt? Ende. Positiv. Dann ein Mann, ein oder zwei Mann entbehren, um Adler 2 Adler Material zu bringen. Der restliche Trupp die Stadt am besten sichern. Wir halten hier die Position, werden gerade nicht mehr beschossen. Das ist auch ganz gut so, weil ich wüsste nicht mehr, womit ich mich wehren soll. Truff nix an Demnet. Die sind ja auch im falschen Channel. MG auf 37035 eingerichtet, Blick zur Stadt nordwärts. Lass die ruhig mithören jetzt, das müssen wir dann nochmal ändern. Das ist mir gerade nicht wichtig. Adler neu ist nur auf der Karte markiert. 3, form on me! Du hast mir echt ein Tourniquet angelegt. Mach das ab, Mann! Adler, ihr funkt doch! Regroup! Wie geil! Hab ich Feuererlaubnis, Feindkontakt. Aber immerhin alles gehört. Adler, Alpha 2, richtet euch, solange wir die Truppen gemischt haben, trotzdem bitte einen eigenen Funkchannel ein, damit das Koordinieren leichter geht. 6, form on me! Wir müssen definitiv am Ende nochmal besprechen, was eine Schützenreihe und was eine Schützenrudel ist. Ich weiß nicht, also wir sind halt gesprungen an, also es ist noch... Befehle. Wissen, du wolltest was sagen? Ja, hier an der Mauer lebt noch einer. Demnet, bitte wiederholen. Lass ihn bloß durchstechen. Ich kann ihn... Warte mal. Habe ich gerade nichts gesagt. Nein, ich meine nicht von den Gegnern, ich meine von uns. Wer? Dann habe ich nichts gesagt, Ende. Viper. Dann hol ihn her. Deckung. Das sprach ich auch gerade. Deckung kannst du vergessen. Wie, Alpha 2 hat jetzt ein MG, haben sie in Stellung gebracht, bringen jetzt Medizin zum Schauspiel. Koordinaten vom Beschuss, weißt du es einer? Ohne. Komm mal verstanden. So, Alpha 2, bringt jetzt mit ein oder zwei Männern Sunny-Material zu Adler. Die sind schwer verletzt. Meine, gut, uns geht's nicht besser. Ja. Aber wir haben den Vorteil, dass wir definitiv nicht vom Panzer anvisiert sind. Noch nicht. Regroup. Tobi, ich möchte, dass du dir die Panzerabwehr von dem Michel klaust. Falls der Panzer um die Ecke kommt.
bin. Ja, ich versuch's. Ist mir egal, ob das klappt, aber dass wir nicht ganz wehrlos sind. Weil wenn der Panzer direkt kommt, ist es zu spät. Aufrufen, Martin, weil er noch am Leben ist. Achso, na gut. Ich kann nur ihn nur mit Granaten. Panzer tot, du Blöder. Der Panzer ist tot. Nee, war gerade eine richtig heftige Explosion. Ja, das kann aber unser Hamdi gewesen sein. Ja, das ist noch nur. War ab. 3, 4 on me. Unser Hamdi steht auch dort. Bist ihr was melden, bist ihr was melden. Genau. Wir sind davon. Ich mir aufsammeln kann. Ja, Tobi. Ja, ja, schon klar für Munition. Alpha 1 für Alpha 2 kommen. Alpha 1 hört. Wurden gerade vom Mörser verwischt, beziehungsweise Explosion in der Nähe. Ziehen uns jetzt mit dem MG haben wir zurück. Wahrscheinlich der Medic haben wir zerstört. Negativ, bleibt so, so haben verstanden. Ich wiederhole ganz kurz: Medic-Zeug zerstört, haben nie beschädigt. Ihr zieht euch zurück. Fragt ihr mal, ob der Weg so weit frei ist. Sollte so sein, ich, also Mörser oder. Warte kurz, System. Beschuss. Stopp, bleib stehen, der Mörser hat ja auch geschossen. Der Mörser hat auch. Wartet doch kurz! Ja, ja, so wir sind gleich bei euch. So, Alpha 1 hat verstanden. Zieht euch zurück, wir versuchen hier die Stellung zu halten. Ende. System, bleib mir in Deckung. Ja? Aber du nicht. Martin? Wo ist der? Wo liegt der? Der liegt da ohnmächtig, der liegt an der Mauer. 3, 4 on me! Okay, Niklas, Tobi, du holst Viper her. Ich bin quasi tot, Mann. Mike, bis wie bist du? Kann ich hören, wiederholen? Return to formation! Ich kann das schon machen, ich meine, ohne Sandy-Material würde ich nicht so wehrlos. Dann gehst du. Ich bin grad nicht viel mehr als ein Rifleman. Ja, gib mir irgendwie, keine Ahnung, Deckung oder so. Unsere Munition. Dann hab ich aufgegammelt. Meine? War das vielleicht von meiner Waffe? Weiß nicht, hier lag hier die Päckchen mal Munition von unserer Waffe, von unseren Waffen. Keine Ahnung. Hier Munition. 6, form on me! Der hat auch was geraucht. Er rennt einfach hin. Ja, wir können aber nichts machen. Und wenn da ein Mann liegt, was willst du machen? Ja, steckst du dich dann. Ich auch machen, du. 100%. Ja. Tobi, warum schaust du auf den Boden, verdammt? Wir gucken, ob die Panzerabwehr vor. Du weißt, dir ist schon bewusst, dass wir links, rechts und überall Feindkontakt haben und du schaust auf den Boden? Willst du mich verarschen? Ja, ich hab. Pass auf, da kommt der Haus, da kommt der Haus. Ich sollte die FPG nehmen. 3, return to formation. Woher kommst du? Das? Bist du das, System? Nein, der ist in der Ruine. Enemy fire! 2, fall back! Heilen, heil dich, heil dich. Arsene, hol die mir. Feind erledigt, hab keine Munition mehr. Bye, Mann. Scheiße! 6, rally up! Ist da noch einer drin? Zwei habe ich erschossen. Under fire! Enemy fire! Kann auch noch mehr kommen. Ja, da ist noch ein. Enemy fire! Under fire! Erledigt! Bin wieder da? System? Wer lebt hier noch? Boah, war nur kurz ohnmächtig. Three. Gut, kümmere dich jetzt mal um dich. Ich bin auch ohnmächtig geworden. Warum auch immer, ich blute aber nicht. Ja, weil ich dich verbunden hab. Bright Costa ist auch gefallen? Two. Danke. Regroup. Wechsel auf Pistole, hab keine Munition mehr. Alpha 1 hier. Wir haben weitere Verluste, sind nur noch 3 Personen. Ich wiederhole, wir sind noch 3 Personen. Ich gebe Demnit ein Bier aus, wenn der uns hier noch lebend rausholt. Auf jeden Fall, ey. Mike, komm ein Stück zurück. Ich werde irgendwie eine ganz komische Farbe. Ja, ihr müsst auf jeden Fall da hinten bleiben. Ich bin der Einzige, der noch Munition hat von euch. Ich habe irgendwas. Ein bisschen was, aber nicht mehr viel. Mein Bildschirm wurde eben ganz komisch. Ich schaue mal, wie es mir geht. Wahrscheinlich hast du Schmerzen. Light Pain. Nee, ich habe Light Pain, Extreme Blood Pain. Ich brauche Blutpaket. Ich habe nur noch Morphine, habe ich noch eins. 3, form on me. Ja, dann kommen die, dann, das bringt mir nichts, aber danke.